So. Nur bla bla blub. Ja, und sagen Sie, wie toll wir waren. Ja, ja. Schnell E-Mails beantwortet. Schnell vollgetankt. Können Sie uns bitte sagen, was das Benzin gekostet hat, junger Mann? Das Benzin, was weiß das gekostet? Das Diesel. Der Diesel. Aha, eine Verbesserung. Also, wir haben jetzt bezahlt 3,49,9. Man könnte auch aufgerundet sein, 3,50 Dollar für eine Gallone. US-Dollar. US-Dollar für eine Gallone. Das bedeutet? Das bedeutet, wir haben jetzt einen vollen Tank. Wie viel kostet ein Liter? Was in kanadische das? Dollar, in, ungefähr. Ja, was soll ich denn noch alles wissen? Los, erzähl. Dann muss ich hier die Apparate fragen. Warten Sie mal. Und dann wollen wir es natürlich noch umgerechnet in Euro wissen. 3,5 geteilt durch 3,785 ist 92 Cent US-Cent. Ja? 92 US-Cent. Mal 1,27 ist ja. 1,17 Dollar in Kanadisch. 1,17 Dollar Kanadisch. Und das möchten wir jetzt in Euro-Cent wissen. Gleich hau ich sie. Ja, aber die Leute sind so neugierig. Aber ich weiß doch den Kurs gar nicht. Die fragen, muss ich hier alles umstellen? Warte, die fragen sonst wieder und ich kann dann wieder nicht antworten. 1,45, 1,46, also circa. Okay, 1,17. Geteilt durch 1,45 ist 81 Cent. Also, hier kostet ein Liter Diesel 81 Cent. Euro Cent. Euro, ja. Extra für euch ausgerechnet. Genau. Bist du jetzt soweit? Nein, ich möchte noch telefonieren, wenn du fertig bist mit Film. Ach, okay, dann sagen wir mal Tschüss. Bis später, irgendwann. Er muss jetzt telefonieren. Ich möchte mir hier die Telefonnummer verraten. So toll, ich finde diese Stelle so toll. Hier ist überhaupt nichts, ne? Überhaupt nichts. Und dann kommt man über diesen Hügel und tada, eine Großstadt. Also in Großstadt. Bismarck. Eine Großstadt in Form von größere Stadt, als hier normalerweise üblich ist. Bismarck ist nicht klein. Hier sind aber auch schon wieder viele neue Häuser. Ja, ja, bauen, bauen, bauen. Ich werde schon wieder überholt. Also andauernd, ja. Du machst immer die Leute zur richtigen Zeit an. Immer wird die Gabi überholt. Was macht die denn da? Was ist denn das für eine Schnecke? Da steht was auf dem Schild. Was steht denn da? Silver Alert. Silver Alert. 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 Und da ist der Überholende, ja. Alarme, die so sind, das ist ja so mit vermisste Personen und alles, was gesucht wird, ja. Manchmal sind es auch Kinder, dann ist es, glaube ich, ein, ich habe keine Ahnung, was der Silber- und Bronze- und Goldalarm. Verbrecher oder? Jagen sie Verbrecher und vermisste Kinder und vermisste Erwachsene und was weiß ich nicht alles.
Ja, dann kriegt man eine genaue Beschreibung und wann man, wo die zuletzt gesehen wurden und was für ein Auto die fahren und so was, mit welchem License Plate, und dann kann man aufpassen auf der Straße, ob man die wiederfindet. Zumindest ist ja keine schlechte Sache, wenn die Bevölkerung dazu Mithilfe bereit ist. Und wie viel haben sie schon gefunden? Das ist natürlich eine tolle Geschichte, ja. Blinkt oben links was. Jetzt haben nicht die Akku. Doch. Jetzt muss man den Akku tauschen. So, wir sind immer noch in Bismarck, ja? Ja. Das soll es also jetzt nicht heißen, wie langsam die Gabi fährt, sondern wie schnell ich einen Akku wechseln kann. Ja. Wollt ihr mal sehen. Ja. Das kriegen sie auch mit, ne, Frank? Du bist ein Spinner, du. Wie viel sind denn jetzt? 45 hier? Guck mal jetzt. Du hast da drinne Meilenanzeige. Ah, dann bin ich zu schnell. Außerdem beschimpft die mich schon wieder. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das gefallen lassen würde. Wie doll jetzt? Texas Rothaus. Alter, oh. Weiß ich gar nicht, wo ich hingehen soll. Na, ich wüsste das schon. Ja, aber es ist kein Wochenende. Texas hat noch nicht offen. Nee, leider nicht. Zwischen 40 und 50, 45. Würde ich so sagen. Ja, weil die Nadel da so dicke ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, die ist eine dicke Nadel. Was sagst du denn den Officer an die eine? Sagst du, sorry, aber die Nadel ist so dick. Wer soll das sehen? Ja, konntest du nicht sehen. Ja. Können Sie das mal in Kilometerrad schreiben hier, ihr Nasen? Der hat bestimmt viel Spaß mit dir. Ja. Wollte mal gucken, wer da hinten ist. I don't understand you. Ja, Achtung. Was denn? Merging Traffic. Merge. Balink. Hat er schon gemerkt. Aber der nicht da vorne rechts, der ist ganz aufgeregt. Denn hier wieder? Na, ein bisschen da rumspielen. Meeting, ein bisschen quatschen. Wieder 5 Meilen vorher schon die Hütchen zu stehen und nichts passiert hier unten. Das ist in 2 kilometers, keep right on I-94 West. Was? Das ist jetzt die Stelle, wo du dich schon so lange darauf vorbereitet hast. I-94, jetzt muss ich leicht rechts fahren. Boah. Ist aufregend, wa? Ja. Jetzt muss ich hier raus, ja? Also hier so. Guckst du Bild? No engine brakes. Darf ich nicht anmachen. Jetzt immer noch 45. Jetzt habe ich euch noch gequält, ja? Weiß überhaupt nicht, warum die so viel Gas. So, ich halte mal die Kamera. Die Gabi hat euch was zu sagen. Die größte Metallfigur in Nordamerika. Handgemacht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist und warum da Vögel drauf sind und ein Loch in der Mitte ist. Ich weiß es nicht. Das ist kaputt. Das ist doch stand eindeutig. Da nicht. Stand nur die größte in Nordamerika. Das sind Kraniche oder irgend sowas. Das sind Gänse. Nein. Klar. Nein. Logisch, das sind die Gänse, die immer nach Süden fliegen. Das ist doch klar. Man sieht ja andere, die halten bloß da an für eine Weile. Nein, Gänse sehen nicht so aus. Gänse sind fett. Gänse sind fett? Ja. Ist gut, mein Gänschen. Guck mal die ganzen, jawohl. Guck mal die ganzen schwarzen Krieger an, die Vögel da. Die sitzen da, ja. Ja, das sind Ende. Gänse, wa? Was? Alter. Komm doch nicht von Püree auf Bratkartoffeln hier. Frank, was haben denn die Vögel auf den... Das ist der Weg dahin, das sind die gleichen Vögel. Nee, das kann ja nicht sein. Die gleichen kann das nicht sein, die sind doch auf dem Schild. Alter, ich sag ja, also... Was? Ich habe keine Ahnung, was die Oma hier erzählt. Mach doch.
ist es wieder in Trabi-Stellung. Ja. In Trabi-Stellung. Oh, mir tut der Rücken weh, ist alles. Mir tut der Rücken weh? Ja. Ist doch kein Wunder, sie lehnt sich nicht an. Also ich persönlich denke ja, dass es daran liegt, dass sie ihre Rallye-Handschuhe hier anhat. Brauche ich ja nicht mehr. Ich habe ja jetzt das Ding hier. Ach, dann können wir ja praktisch die bei eBay versteigern, wa? Oder so? Können wir jetzt versteigern, ja. Die brauchen wir noch zum Fahrradfahren. Pass du mal lieber auf, jetzt sitzt mal runter. Ich pass schon auf, keine Sorge. Ja, ups. Ja. Habt ihr nicht gesehen, es sieht bergunter. Ich hab einen Ups. Alter. Ich glaube, ich brauche einen Bonbon. Ja, sowas ist gut. Ricola! Weißt du was, Alter? Ich hab Hunger. Ja, du musst doch bloß mal da anhalten. Fahr doch endlich mal dahin. Ja. Dauert ja hier stundenlang mit dir. Unglaublich. Übrigens hier auf der Seite. Ich habe jetzt 500 Kilometer hinter mir am Stück. Jetzt lass mich in Ruhe. Jetzt 500 Kilometer hinter mir am Stück. Hey. So nicht was wäre. Mein Kopf in der Arschbacke. Ich weiß, dass nur das Auto fährt. Das ist bei dir beim Truck genau das Gleiche. Nee. Immer nur der Truck fährt. Nee. Nee. Ja, dann erzähl nicht den Müll. Das habe ich, muss ich dir wieder hier hinhauen. Das habe ich mit dem Arzt so mit unserem Family Doktor so abgesprochen. Immer wenn Gabels Blutdruck ein bisschen senkt. Ne? Und dann, der senkt dich gleich mal dann. Ja, dann musst du es ein bisschen ärgern. Dann habe ich gesagt, okay, kein Thema. Ich krieg gleich hin. Ja. Manchmal vibriert schon die Uhr an ihrem Handgelenk. Ja. Da kommt schon wieder ein riesengroßes. Das kann ja nicht, das andere war ja das Größte. Ja, ist bestimmt das Doppeltgrößte größte in Nordamerika. Hier ist alles. In Nordamerika ist das Größte überhaupt. Eieiei. Aber wir haben das Schild mit den weißen Büffeln verpasst. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, das war ein Bismarck. Ich glaube ja eher weiße Büffel sind Montana, aber gut. Wer weiß. Erst irgendwie vor Billings oder so. Vielleicht. Das ist ja noch ein Stück. Ja, 500 Kilometer. Deine 500 Kilometer. Meine? Ja. Ich will die ja nicht haben, die kannst du behalten. Ich fahre jetzt noch 8 Meilen und dann war es das für mich heute. Fahr mal lieber nur 7. 61 raus. Du hast gesagt 60. 61. 60 hast du zu mir gesagt. Nein. Ja. Ah. Hast du wohl. Ich kann nicht aufhören. Und dann wundert sie sich, dass die Uhr anfängt zu zappeln. Du hast zu mir gesagt 60. Der Lego-Mann. Der schreibt schon die ganze Zeit. Ich habe aber jetzt erst was. Irgendwas hat er geschickt. Irgendeinen Link.
zweiter Abend im Hotel. Mit Küche. Klein. Zwei Kochfelder, Riesenmikrowelle. Zwei Betten, Schreibtisch, Fernseh, Sessel jede Menge und unheimlich viele Steckdosen. Ja, Riesenspiegel und Riesen Badezimmer. Ups. Hier ist auch noch ein Schrank und Bügelbrett und ich weiß nicht was alles. So. Ja, Herr Frank, yes, ma'am. Wie teuer war dieses jetzt? 110 kanadische Dollar. Sind in Euro? Ach, ungefähr? Weiß ich doch nicht. Ungefähr? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Rechne selber aus. Ja, ich stehe jetzt aber hier und filme. Kannst du vielleicht... Sehr bescheuert. Und schon kannst du. Wie viel? 1,50. Wie viel das Hotelzimmer gekostet? 110. Also, kann ich nicht. Ich krieg den Umrechner. Hier ist kein Internet. Für 110 kanadische Dollar. Du hast ein Hotel gemietet. Keine Internetverbindung. Hier ist nichts. Jetzt mache ich nämlich unser eigenes Internet wieder. So. Okay. Umrechner. Dollar, Euro. Nee, du musst kanadischen Dollar nehmen. Alter. Das geht hier auch nicht. Hab ich doch gesagt, 4G. Mehr war nicht. Alter Schwede. Wo sind wir denn hier? In der Walachei oder was? Ja, nee, wir sind in Billings, Montana. Ja, mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt? Wir können ja mal gucken, ob es im Erdgeschoss funktioniert. Ja, muss ich euch später sagen. Also, sie sagt euch das später. Bis dann. So, da Frank ja so abrupt vorhin aufgehört hat, das sage ich euch dann später. Bump. Grießkrammel. Immer stopp. Nee, ich sage nicht stopp. Ich weiß, wo er stehen bleibt. So, kannst du jetzt mal anständig Tschüss sagen? Bye, bye. Ja. Dieses Küsschen hast du vergessen, aber gut. Oh, Kinder, Leute, nee. So, ich sag mal, ne? Gute Nacht, wir sehen uns. Genau, morgen. Guten Morgen, Leute. 6.45 Uhr. Aufstehen. Der da muss aufstehen. Ich habe meine Betten schon abgeräumt hier, mein Bett, alles schon gepackt. Und der hier, da. Der liegt noch. Ey, du. Hab mir Ruhe, ich hab Urlaub. Du hast Urlaub. Das ist kein Urlaub. Das ist Stress, was wir hier machen. Komm jetzt. So, also, neuer Tag. Hier ist jetzt, eben schon geguckt, die ganzen Parkplätze sind schon wieder frei. Hier sind alle schon wieder unterwegs. Da drüben steht unser Auto. Da, hinter dem Schwarzen. Da ist er. So. Ja, mal gucken, ob wir irgendwie was, eine Kleinigkeit hier zum Frühstück kriegen, keine Ahnung. Aber vielleicht kriegen wir auch Schweineohren in Laurel. Wie weit ist denn das? Ja, 5 Kilometer oder 3 oder so. Na, da fährst du aber hin. Warum das denn? Na, darum. Dann kann ich von da aus dann fahren. Wieso? Na, darum. So. Also fahren wir jetzt nach Laurel zum Walmart. Okay. So. Und der Tag startet. Billings, Montana, bei Tag.
Am Morgen. Am Morgen. Am Morgen. Am frühen Morgen. Ja, mittlerweile ist 7.43 Uhr, weil der Alte ja immer nicht außer Kontakte kommt da. Alter. Ja, Ruhe, wenn ich in Urlaub bin. Hör auf mit deinem Urlaub. Wir sind hier nicht im Urlaub. Das wäre schön. Wir sind nur auf einer Mission. Dann links abbiegen auf King Avenue. Oh, Alter. Also Kinder, das war er. Ich war das nicht. Es ist keiner mehr hier in der Lage, die Kamera zu halten. Boah. Ja, seid ihr seekrank? Links abbiegen auf King Avenue East, dann rechts abbiegen auf Parkway Lane. Ach, der bringt dich jetzt hier durch die Straßen hier gleich so zu Laurel, oder was? Ja. Laurel ist eine, wenn du so willst, ein Stadtteil eigentlich von hier, von Billings. Da gibt es einen Walmart. Und das Gute ist, in Montana brauchst du keine Taxis zahlen. Rechts abbiegen auf Parkway Lane. Ja, jetzt werden wir gleich sehen, was das kostet, was ich sonst in USA kaufe, in anderen Walmarts. Nach 300 Metern links abbiegen auf Laurelrot. Jetzt sind wir schon wieder Laurelrot. So, okay, ich werde berichten. Bei Walmart darf ich euch leider nicht mit reinnehmen. Auf Laurelrot. So, beim Walmart waren wir und jetzt gehen wir frühstücken. Yeah.